Kurznachrichten. Sonnabend ist, ich begrüße Alexander aus Rostov am Don. Privet. Hallo, Privet. Wir wollen, bevor wir über ein ernstes Thema sprechen, nämlich den 2+4-Vertrag und das neue Hauptquartier in Rostock, über das Wetter sprechen. Das hat sich nämlich auch verändert bei euch. Auf jeden Fall gibt es weniger Jahreszeiten, so sagtest du mir gerade. Jetzt ist es immer kälter und es ist so, letzte Jahre, dass wir haben nur Sommer und Winter, die Frühling und Herbst sind sehr kurz geworden und es ist ganz unangenehm, würde ich sagen. Also es war ganz warm und jetzt wird es sehr kalt hier. Ganz dunkel, ganz nass und unangenehm. Ja, bei uns wird es auch kühler. Wir werden am Wochenende übrigens auch die Uhren wieder umstellen und dadurch ist es abends deutlich eher dunkler. Zum Glück haben wir das nicht mehr, seit, ich weiß nicht, 10 oder sogar mehr. Dazu meine Gratulation. Wir wollen heute auch noch ein bisschen Musik spielen. Kennst du eigentlich Karina Jerofejewa? Leider nein. Das ist auch gar nicht so überraschend. Das ist nämlich ein Popsternchen aus Weißrussland. Und das ist ein aktueller Hit dort. Den spielen wir erstmal an und dann sprechen wir über das NATO-Hauptquartier in Rostock. Karina Jerofejewa. Aber auch nicht schlecht, oder? Ja, klar. Weißrussisches Popsternchen. Wir kommen zu einem anderen Sternchen, die NATO-Sternchen. Neues Hauptquartier in Rostock eröffnet. Ist in alternativen Medienkreisen sehr laut aufgenommen worden, aber auch von Sarah Wagenknecht, weil es, da bin ich mir eben auch recht sicher, einen Bruch des 2+4-Vertrages, immerhin ein völkerrechtliches Abkommen, darstellt. Laut dem 2+4-Vertrag dürfen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR weder ausländische Soldaten verlegt noch dort stationiert werden. Im Einigungsvertrag wurde in Folge festgehalten, dass in den neuen Bundesländern weder das NATO-Truppenstatut noch der Aufenthaltsvertrag für ausländische Soldaten gilt. Kritisiert wurde das in der offiziellen Politik vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich entnehme Ihrem Post auf X: Provokation statt Deeskalation. Heute eröffnet Verteidigungsminister Pistorius das neue NATO-Hauptquartier für die Ostsee, CTF Baltic, in Rostock. Neben Deutschland sollen 11 weitere Nationen am Standort mit Personal vertreten sein. Dabei wurden im 2+4-Vertrag klare Aussagen an Russland gemacht, dass keine ausländischen Streitkräfte in diesem Teil Deutschlands verlegt werden. Vom bundeswehrnahen Deutschen Maritimen Institut heißt es nur spitzfindig, Personal seien doch keine Truppen. Klar ist, das neue Hauptquartier an diesem Standort ist ein erneuter Schritt zur Eskalation. Während beide Seiten immer lauter mit dem Säbel rasseln, bleiben Gelegenheiten zur Diplomatie ungenutzt. Für den Frieden braucht es keine Mobilmachung, sondern Mut. Die Spitzfindigkeit, es wäre nur Personal, was komplett unter deutscher Vorherrschaft steht und nach deutschen Gesetzen arbeitet, habe ich auch gehört. Es gibt da aber eine Ergänzung von der schwedischen Armee, die hat sich in einer Presseveröffentlichung
ganz offiziell bekannt, dass schwedische Soldaten in Rostock stationiert werden sollen. Soweit als Ergänzung. Wie hat man nun in Russland darüber berichtet, Alexander? Eigentlich in den Medien hat bei uns sie nicht darüber geschrieben, bis es passierte. Sie haben nur geschrieben, dass am 22. Oktober der deutsche Botschafter ins Außenministerium vorgeladen wurde und aufgefordert, das alles zu erklären. Wirklich, in der Tat, Russland vertritt den Standpunkt, dass Deutschland gegen den Vertrag über die deutsche Einheit, diesen Vertrag 2+4, verstößt. Der Botschafter sagte, dass es nicht so ist und auch die deutsche Regierung, ich weiß nicht, ob sie darüber lustig machten, aber sie behaupten, dass es handele sich nicht um Truppen, sondern um eine Art Struktur. Die Stationierung von Strukturen war nicht verboten, aber Russland denkt, dass es nicht so ist. Wie schätzt du es ein? Na klar, immer wieder, dass der Westen findet solche Schlupflöcher, um etwas zu machen. Es geht nicht um den Buchstaben, sondern um den Geist, den damaligen Vereinbarungen. Es ist jetzt nicht so wichtig, vielleicht Polen ist jetzt im NATO und wenn Polen in NATO ist, welcher Unterschied macht diese Situation in Rostock? Aber insgesamt ist das alles bestimmt ein Verstoß von Deutschland, würde ich sagen. Leute, die wie ich zum Beispiel die NATO-Erweiterung kritisiert haben, sind immer auch davon ausgegangen, dass es unlogisch ist, dass die Polen in der NATO sind, während auf dem Gebiet der DDR keine NATO-Truppen sind. Also man kann zumindest interpretieren, dass diese Wahrscheinlichkeit 1990, dass sich die NATO bis an die Grenzen von Russland ausdehnt, überhaupt nicht gesehen wurde. Ja klar, jetzt ist das alles passiert und ich glaube, dass Russland jetzt dagegen nichts tun kann. Ich nehme aus den russischen Positionen und auch aus dem, was du gesagt hast, heraus, dass Russland sich nicht provozieren lassen will. Unser Außenministerium hat auch geäußert, sie wollten solche Analogien zu den Ereignissen der Vergangenheit zu finden, glaube ich, und erzählten über die Remilitarisierung des Rheingebietes durch Deutschland im Jahr 1936. Das war auch ein Verstoß gegen den Versailler Vertrag von 1919. Und ja, das ist eine klare Analogie. Ich gebe mal aus der russischen Meldung von Russia Today wieder zum Einberufen des Botschafters. Alexander Graf Lambsdorff, übrigens auch ein merkwürdiger Botschafter, der meines Erachtens nicht geeignet ist, um diplomatisch mit Russland umzugehen. Aber ich lese mal, wie das Ministerium bekannt gab, wurde dem Botschafter mitgeteilt, dass dieser Schritt der deutschen Behörden eine Fortsetzung des Kurses der schleichenden Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs und der Militarisierung des Landes sei. Das Ministerium wies in seinem Protest weiter darauf hin, dass Washington, Brüssel und Berlin sich darüber im Klaren sein müssen, dass die Auswertung der militärischen Infrastruktur der NATO auf das Gebiet der ehemaligen DDR äußerst negative Folgen haben wird und nicht ohne eine entsprechende Antwort der russischen Seite bleiben wird. Die russische Seite vertritt die Auffassung, dass dies gegen Bestimmungen des 2+4-Vertrages aus dem Jahr 1990, der den Weg zur deutschen Einheit öffnete, verstößt. Dieser Vertrag verbietet für alle Zeiten die Stationierung ausländischer Truppen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Hier wird darauf hingewiesen, dass eben der 2+4-Vertrag auch schlüssig ist für die deutsche Einheit. Die Ausgangslage war damals schwierig, da alle Siegermächte bis auf die USA an sich vorbehalten. Gegen eine deutsche Wiedervereinigung hatten. Also insofern ist dieser Vertrag relativ wichtig. Könnte man so sagen, dass hier Deutschland eigentlich auch die Grundlage der deutschen Einheit irgendwo hingeschmissen hat?
Naja, sie hatten solche Hinweise gemacht eigentlich in bestimmten Artikeln. Aber was eigentlich kann Russland jetzt dagegen tun? Ich glaube, das alles sind nur leere Bedrohungen von Russland. Russland kann jetzt nichts für Deutschland machen, leider. Es gäbe natürlich dann Möglichkeiten, sollten sich mal auf den Gebieten der ehemaligen DDR-Sezessionsbemühungen auftun, dass Russland diese zum Beispiel unterstützt, so wie es der Westen überall macht. Na klar, vielleicht konnte es so sein, glaube ich. Es ist eine Waffe, das der Westen benutzte gegen Russland. Und warum sollte Russland so etwas nicht machen auch? Ja, sie schreiben regelmäßig etwas darüber, aber ich glaube nicht, dass jetzt unterstützen sie so sehr alternative Kräfte in Deutschland. Ja, ich halte das auch im Moment für sehr zurückhaltend, was Russland da macht. Aber was nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden. Die Amerikaner sind mit ihren NGOs deutlich weiter vorn. Und ich nehme zumindest wahr, dass deutsche Medien im russischen Fernsehen doch sehr stark ausgewertet werden in den Talkshows. Sah kürzlich bei Solowjow Harald Kujat zum Beispiel eingeblendet. Oder auch Einblendungen von Welt und NTV in den Nachmittagstalkshows von Skabejewa. Ja, so viel dazu. Russland hat im Moment auch mehr zu tun. Man kümmert sich um die BRICS und da gab es jetzt ja eigentlich den größten Aufmarsch in Kasan. Das ist jetzt ein großes Ereignis hier in Russland, in Kasan, in Tatarstan. Und ich glaube, das wird ein interessantes Thema für uns für nächstes Mal. Genauso werden wir das halten. Jetzt spielen wir noch die neue Single von Marie Cranberry und ich berichte gute Grüße nach Rostov am Don und nicht zu sehr frieren. Vielen Dank. Только к лучшему опять. Не чувствуем больше злость. Молиться, чтоб довелось отдать себе полноценно грядущему факт. Мы здесь с тобой по контракту, душами платим факту. Жаль, не постфактум. Мне все же нравится жить рассветом и встречать океан. Жить без драм, со вкусом побед. Мне нравятся люди, бегущие по утрам. Не важно, сколько им лет. Все будет, как будет, девиз уходящих сил. Я временно здесь. Хочу жить не так, как кто-то меня попросил. Не чтобы поспать и поесть. Сегодня мне заново станут моря по колен. Столько души, что подай арен. Ведь несмотря на все перемены, мне все же нравится жить. Рассветом не встречать океан.
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sonnabend, der 26. Oktober 2024, die kleine Audiodatei. Das ist richtig. Ein Tag, an dem Taurus nicht geliefert wird, an dem man aber trotzdem sagen muss, egal was auf der Welt passiert. Und die Theorie, dass das die Amerikaner waren, ist eine, für die es keinerlei Indizien gibt. Israel greift militärische Ziele im Iran an. Die Tagesschau berichtet, Nuklear- oder Ölanlagen wurden nicht getroffen. Ja, welch Glück. Die US-Regierung hat den Iran aufgerufen, nach dem israelischen Vergeltungsangriff den Konflikt nicht weiter zu eskalieren. Israel hat die Angriffe für beendet erklärt. Der Iran meldet begrenzten Schaden. Iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitiert eine anonyme Quelle aus der Staatsmacht. Zitat, es besteht kein Zweifel daran, dass Israel auf jede Aktion eine angemessene Antwort erhalten wird. Joe Biden war über den Angriff informiert. Selbst wären die USA nicht an israelischen Angriffen beteiligt gewesen. Washington meint, diese Angriffe auf einen anderen Staat wären Selbstverteidigung. Auch der Libanon meldet neue israelische Angriffe im Süden Beiruts. Ich meine, sie wollen die Welt in Flammen sehen. Wir wollen Hartmut König hören, seine Kolumne für den Oktober 2024 heute. Kommen wir zur BRICS, da ging ein Bild viral, auf dem UNO-Generalsekretär Guterres eine tiefe Beuge vor Wladimir Putin verübt. Es sah fast so aus, als wolle Antonio Guterres der BRICS beitreten. Putin hat Reformen der Vereinten Nationen vorgeschlagen, um deren Struktur den heutigen Realitäten anzupassen. Er sprach sich für eine stärkere Vertretung der Entwicklungsländer im Sicherheitsrat aus. Deren Gewicht in der Weltwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert. Das muss berücksichtigt sein. Er erwähnt die Ukraine, die benutzt wird, um kritische Bedrohungen für die Sicherheit Russlands zu schaffen. Zitat, sie machen nicht einmal mehr einen Hehl daraus, dass sie unserem Land eine strategische Niederlage zufügen wollen. Lassen Sie es mich ganz offen sagen, dass dies illusorische Erwartungen sind, die nur von Leuten angestellt werden können, die die Geschichte Russlands nicht kennen und die Einheit, die Stärke und den Zusammenhalt seines Volkes, die über Jahrhunderte geschmiedet wurden, außer Acht lassen. Auch erwähnt er die Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Gerade habe ich es erzählt. Das alles gleicht einer Kettenreaktion und bringt den gesamten Nahen Osten an den Rand eines ausgewachsenen Krieges. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell kritisierte Guterres' Reise nach Tatarstan. Guterres' Sprecher Hack merkte an, es sei gängige Praxis, dass der Generalsekretär an Treffen von Organisationen mit wichtigen Mitgliedstaaten teilnehme. Die Beuge vor Putin ging um die Welt. Es gibt aber noch ein schöneres Bild mit Alexander Lukaschenko, der erklärte, beim BRICS-Gipfel gegenüber der BBC, Nordkorea-Soldaten in der Ukraine wären eine Eskalation. Zu dem Thema äußert sich auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, NTV, sekundiert, sie will NATO-Soldaten in Ukraine-Uniform sehen. Im Grunde gibt es diese doch aber schon. Eine völlig absurde Diskussion. Aber nun zu dem noch schöneren Bild. Alexander Lukaschenko legt seinen Arm um die Schulter des Antonio Guterres. Ich habe das Bild gefunden auf der YouTube-Seite des ersten weißrussischen Radios bei einem entsprechenden Bericht als Titelbild. Nun muss man wissen, Guterres ist nicht besonders groß und zierlich. Lukaschenko ein Hühne. Das Bild sieht fast so aus, als hätte er Guterres im Spitzkasten, aber keine Angst, beide lachen. Dennoch zeigen diese Bilder eins, die Erkenntnis, wenn wir weiter so machen, buxieren wir uns in einen großen Krieg. Scheint doch hier und da zu wachsen. Dies war mit Abstand der erfolgreichste BRICS-Gipfel. Nächsten Sonnabend dazu mehr hier in der kleinen Audiodatei mit Alexander aus Rostov am Don. Die Oktober 2024 Kolumne von Hartmut König, heute hier in der kleinen Audiodatei. Nochmal zu BRICS. Alexander Lukaschenko betont, Wladimir Putin habe nie das Ziel verfolgt, die Ukraine einzunehmen. Eine derartige Strategie hätte anhaltende Konflikte und Terrorgefahr zur Folge. Er erklärt sich Isvestia. Er betont, Putin wäre ein kluger, weitsichtiger Politiker, fragt sich bei jedem Schritt, was kommt danach. Auch betont er, die Frage eines Beitritts der Republik Weißrussland zur Russischen Föderation sei nie gestellt worden. Man könne Beziehungen aufbauen, die enger und stabiler sind als in einem Einheitsstaat. Niemand wird sich benachteiligt fühlen. Russlands Zentralbank erhöht ihren Leitzins auf einen Rekordwert. Maxim Oreschkin, russischer Spitzenbeamter, der wirtschaftliche Vorsprung der BRICS vor den G7 ist eine objektive Realität. Für Trump spricht Mel Gibson. Hier gibt zu Protokoll, Kamala Harris hat den IQ eines Zaunpfahls. Nun bei uns Hartmut König. Hallo, liebe Hörer von Radio Marabu, mein Name ist König, Hartmut. Hoffe, ich habe was zu erzählen. Eine Kolumne von Hartmut König in der kleinen Audiodatei. Sag mir, wo du stehst. Hallo, liebe Hörer von DDR1, hier ist Hartmut König. Ich glaube, ich soll hier was erzählen. Hört mal hin, wenn ihr wollt. Bis dann. Wir sind überall.
Hartmut König, Oktober 2024, ein Tag der Einheit des Volkes in der Friedensfrage. Die Wahlen in Ostdeutschland sind ein nachhaltiger Schock für die gerupften Ampelparteien und die in der neuen Lage noch ratloser gewordene C-Opposition. Der heutige Ausbruch ist kein Rettungsanker für die SPD. Die FDP ist im Osten pulverisiert. Die ins aggressive Khaki umgefärbte und in ihren entscheidenden Ministerressorts, Wirtschaft und Außenpolitik versagende Grüne Partei wurde auf die Strafbank gesetzt. Auch die Führung der Linken hat ihrer Partei die Seele ausgeblasen und hinterlässt Trümmer. Die besorgniserregenden AfD-Erfolge sind ein Resultat langjähriger Arroganz bundesdeutscher Regierungspolitik über die Köpfe der Menschen hinweg. Alte Throne bersten nun oder stehen auf wackeligem Grund. Volkeswille stampft auf angesichts der vom hiesigen Bellizisten-Olymp ignorierten horrenden Gefahren, die in Deutschland bei der Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen, einer Eskalation der bestehenden Kriege, etwa auch einem Funkenübersprung auf den fernen Osten ausgesetzt wäre, ist der Ruf nach Frieden besonders stark. Da verschanzen sich Regierungstross und schwarzes Oppositionstheater in ihrer gemeinsamen Wagenburg, träumen von einer Renaissance der infrage gestellten Verhältnisse und lassen ihre Medien die im Land lauter werdenden Rufe nach einer ganz anderen, dem Frieden zugewandten politischen und sozialen Wende niederposaunen. Giftige Blicke des politischen Mainstreams und der medialen Konkurrenz richten sich zunehmend auf die Berliner Zeitung, die noch Raum gibt für vernünftigen Diskurs. Jüngst kam darin der einstige militärpolitische Berater von Angela Merkel, Brigadegeneral AD Erich Wadt, zu Wort. Er warnt davor, dass die USA mit ihren Raketen Sicherheitsrisiken auf Deutschland verlagern. Es gehe darum, den USA im Kriegsfall aus Deutschland heraus den Einsatz von Waffensystemen zu ermöglichen, mit denen sie mit minimalen Flugzeiten der Geschosse in die Tiefe Russlands zur Neutralisierung entsprechender russischer Basen wirken können, ohne dass sich die USA selbst gefährden. So wäre ein auf Europa beschränkter Nuklearkrieg möglich, ein außen- und sicherheitspolitisches No-Go aus deutscher Sicht, meint Wadt. Denn als Folge würde Russland mit einer weiteren Stationierung von Mittelstreckenraketen im Westen des Landes oder in Belarus reagieren, die unser Land noch stärker ins Visier russischer Nuklearwaffen nehmen würde. Da Deutschland im Kriegsfall das Aufmarschgebiet und die logistische Plattform der NATO wäre, würde die in Gänze schutzlose deutsche Bevölkerung einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, ohne dass sie dazu selbst gefragt wird. Obwohl oder gerade weil in Deutschland die Hälfte und im Osten fast drei Viertel der Bevölkerung die Stationierungspläne ablehnen, riskiert man das Ausschalten parlamentarischer Debatten. Umso stärker kommt die außenparlamentarische Wirkkraft in Erinnerung. Ich habe die massenhafte Zustimmung der westdeutschen Bevölkerung zum Krefelder Appell nie vergessen. Den Friedensaufruf gegen die damaligen US-Stationierungspläne hatten nach einem halben Jahr 800.000 und 1983 bereits 4 Millionen Bundesbürger unterschrieben. Bestens erinnert sind noch die Follow-up-Veranstaltungen mit bedeutenden Künstlern aus der alten BRD und ihren Gästen. Sie prägten die politische und künstlerische Kultur jener Zeit sehr stark. Und man denkt an die Kundgebung im Bonner Hofgarten, als Heinrich Böll zu Hunderttausenden so eindringlich sprach. Solche Stimmen waren leise geworden. In zunehmend bedrohlicher Lage gewinnen sie wieder an Stärke, die Lust auf Aktionen wächst, was wir jüngst zu den UZ-Friedenstagen sahen. Während ich diese Zeilen schreibe, wird die Großdemonstration für den Frieden am 3. Oktober in Berlin vorbereitet. Ich hoffe darauf, einen wirklichen Tag der Einheit zu erleben, der Einheit der Friedenskräfte in Deutschland. Sie hören die kleine Audiodatei von Radio Marabu am 26. Oktober 2024, Deutschland. Der Tagesspiegel fragt, wer wird nächster Bundeskanzler? Die deutsche Mehrheit möchte lieber Friedrich Merz als Olaf Scholz, dann wohl lieber auch Taurus liefern. Das ist richtig. Olaf Scholz zu Ärger in der Ampel. Zitat, wir müssen wegkommen von den Theaterbühnen. Cem Özdemir will 2026 Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Vorerst gibt es keine GEZ-Erhöhung. In Sachsen unterbricht die SPD Sondierungen. Grund, die BSW stimmt
stimmte gemeinsam mit der AfD für die Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses. Ja, das will die SPD wohl nicht. Fleißig zensieren will Robert Habeck. Er gibt zu Protokoll, die unregulierte Form der sozialen Medien wäre nicht mehr akzeptabel. Und ich bin zu weit gegangen. Wegen Unterstützung von Genozid und Kriegsverbrechen fordert ein internationales Bündnis den Rücktritt der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Sie würde das Völkerrecht missachten. Initiiert von Mera25 und Jewish Voice for Just Peace in the Middle East. Das ist ein Verein mit Sitz in Berlin. Mera25, eine Partei der paneuropäischen Bewegung Democracy in Europe Movement. 2020 gegründet. Das Movement bereits 2016 in der Volksbühne in Berlin. Spitzenkandidat für die Europawahl war der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis. Schwerpunkt bei Mera25, soziale Politik und Radikaldemokratie. Die EU wird als Institution mit oligarchischen Zügen bezeichnet. Ideologisch ist Putins Russland auf dem Weg in den Totalitarismus. Lassen wir uns nochmal von Egon Krenz erinnern. Russland hat Deutschland noch nie angegriffen. Noch nie. Aber zweimal hat Deutschland Russland angegriffen. Frau Antje bringt Käse aus Holland. Schwierige Zeiten erfordern mutige Leute. Bill Gates muss wegen einer Impfstoffklage vor einem niederländischen Gericht antreten. Ein Gericht urteilte den Unternehmer zur Anwesenheitspflicht. 7 Kläger werfen den Angeklagten vor, diese hätten gewusst, dass der Impfstoff weder sicher noch wirksam ist. Und der niederländische NATO-Generalsekretär Mark Rutte erklärt zu den US-Wahlen, wir werden mit dem Wahlsieger zusammenarbeiten. Etwas skurril. Die NATO ist ja die USA. Und aus Holland noch unser Kollege Viktor Alders. Ich bin Viktor Alders aus Holland und ich bin jetzt echt, ich bin noch nicht manipuliert, aber in Holland geht es schon mit dem Werbung, geht das so weit, dass der deutsche Großdiscounter Aldi jetzt Werbespots macht mit AI, Artificial Intelligence, und das geht so weit, die haben dann Mitarbeiter gefragt aus den Geschäften und den Homeoffice und weiß man was vorhin, alles drum dran, und daraus haben die eine AI Stimme gemacht. Das bekommen wir in einem Aldi-Werbespot vorgeführt. Aldi ist Uitvinder von der Discount. Wir sind altijd bezig mit Dingen slimmer, efficiënter en goedkoper op te lossen. Om kosten te besparen in onze reclame, hebben we iets slims bedacht. Wij, 10 medewerkers van de Aldi uit de winkel, het distributiecentrum en van kantoor, spreken zelf deze tekst in. En met onze 10 stemmen wordt met behulp van AI een nieuwe unieke Aldi-stem gemaakt. En dat ben ik, de nieuwe stem van Aldi. Dan gratulieren wir Aldi für seine Sparmaßnahmen. Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende. Schönste Alt-Weibersommer, ab Montag mehr Wolken, zum Ende der kommenden Woche voraussichtlich deutlich kühler. Aber dann ist ja auch schon November. Machabu, Alternative Music.